Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Berseria. So, eine sehr, sehr emotionale, sehr, sehr lange Folge gestern. Deswegen möchte ich euch an der Stelle mal eine Frage stellen. Jetzt sollen ja wohl noch ein paar Folgen kommen. Also mir wurde schon gesagt, es kommen noch jetzt Videoszenen, die länger sind. Deswegen wird sich das wahrscheinlich häufen, dass die Folgen so lang werden. Problem ist, dass dann die Folgen einfach ultra lang rendern und hochladen. Jetzt gestern die Folge zum Beispiel hat alleine 4 Stunden gerendert und auch 3,5 Stunden hochgeladen. Deswegen ist sie vorgestern ausgefallen. Und es könnte dann noch weitere Male passieren, dass dann an manchen Tagen die Folge ausfällt, weil es einfach zeitlich nicht realisierbar ist, wenn ihr so lang werden. Deswegen wollte ich euch einfach mal fragen, wenn ich in Zukunft wieder so eine lange Folge habe, ob ich die dann vielleicht in der Mitte cutten soll, ob das für euch okay ist. Weil dann kann ich auf jeden Fall garantieren, dass es täglich kommt. Ansonsten kann es halt auch mal sein, dass was ausfällt. So. Aber ich würde sagen, wir verlassen das jetzt hier mal. You seem awfully chipper, Velvet. I'm fine. And I guess I have you to thank as well. Perhaps. But gratitude doesn't suit you. Now, say ah. Huh? I need to see your teeth! I made 100 gold bet that you'd break, remember? So, I need to see if you've broken anything. Let's start with those teeth. Help us out, kiddo. All right. I just need to check our front teeth, right? Front teeth, canines, whatever. Just get in there and take a good hard look. You didn't mean that literally, did you? Why are you making Fee do the checking? Acting the innocent maiden, are we? Well, I suppose that some say that showing the inside of your mouth can be more personal than being seen naked. What? Seriously? Mogilu, you're only making this even more awkward. Come now, will you cooperate or not? We can't settle the bet until we know the tooth! Fine, but let's check the ones in my left hand first. Good. I believe Bianfu can assist with that. Why me? Leave me out of this! Bien! She's squeezing me! Ouch! Those fangs hurt! Looks like Velvet is just fine. Yeah, the sparks returned to her eyes. But, is showing the inside of your mouth really that embarrassing? What? Keep your intrusive questions to yourself! Das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Keine Ahnung, findet ihr das schlimmer? The size of the art that created this place. Just what is the Abbey planning to use it for? Whatever it is, they're trying hard to keep it hidden. Can't be anything good. Aber findet ihr das schlimmer, wenn euch jemand jetzt in den Mund guckt, als wenn ihr euch nackt zeigt? Also ich weiß ja nicht. So, wir haben wieder 15 Tränke des Lebens, das ist sehr schön. Denn wir werden da bestimmt noch den einen oder anderen von verbrauchen müssen. So, ja, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ah, hier links. Okay. Hier links und... Hey, who was that kid anyway? He and I used to be tethered to an exorcist named Lady Teresa. He was number one, I was number two. Oh, a friend of yours then. So he went feral after that Teresa lady fell. Yeah. I found Velvet and the others, but he probably had nowhere to go. A stray Moloch stripped of his free will won't go much further than a demon's belly. Anyway, seems like the only people I run into these days are kids. I'm more in the market for an unattached woman with a pretty face. Sorry? I'm just fooling around. Grow a sense of humor, kid. Anyway, relax. I'll keep an eye on him until he's in command of himself again, all right? Just one more reason to bring the Abbey down. Right. Thanks, Savid. Ja, noch jemand, der für die Freiheit der Malaks kämpft. Da hinten haben wir auch noch eine Truhe. Komm, die nehmen wir noch mit. Die nehmen wir noch mit, würde ich sagen. Wer weiß, was drin ist. Ich meine, Tränke des Lebens können wir nicht mehr gebrauchen. Aber vielleicht ist ja noch... Na toll. Vielleicht ist ja noch Gelee drin oder so. So, ich switche hier mal um. Vielleicht, wenn ich hier mehrere... Ah ja, ich wollte gerade sagen. Das ist nämlich immer der Vorteil, wenn man mehrere angreift, dann hat man... Ja, jetzt bin ich leider selber betäubt worden. Aber dann hat man auch mal eher die Chance, einen Gegner zu betäuben.
So, jetzt aber nutzen hier, dass ich mehr Kraft habe. Bams! Nimm die Schlange und das! Not bad. You too. So, Lapis hat dann ein Level up. Wunderbar, was ist jetzt hier drin? Arkaner Trank. Was bringen diese Arkanentränke nochmal? Stellt 2 SA wieder her. Okay. Das waren diese, wovon man die, diese Special-Angriffe machen kann, ne? Das waren die in den runden Kreisen. Was kribbelt es mich denn jetzt hinterm Ohr? Jetzt, wo ich... jetzt, wo ich den Kopfhörer auf habe. Ups, das ist immer zu den ungünstigsten Augenblicken. So, wir müssen jetzt mit uns ein bisschen durchkämpfen, was aber auch nicht so schlimm ist. Wir brauchen ja noch das ein oder andere Level, das kann nicht schaden. Definitiv nicht, wer weiß, dass da noch alles kommt. Ich meine, wir haben, wie gesagt, wir haben noch Shigure, gegen den müssen wir bestimmt noch kämpfen. Das wird mit Sicherheit nicht offen gelassen. Natürlich Artorias, Innominat. Ich bin... Aua! Ich bin... Ah, geht's noch? Ich bin gespannt, was dann noch kommt. Meine Güte, die sind aber fies hier, die Kleinen. Keine Ahnung, was das ist, aber die lachen schief. Die hauen ganz schön rein, meine Güte. Dafür, dass das nicht mal ein... Das ist nicht mal ein riskantes Aufeinandertreffen hier. Das ist ein ganz normaler Kampf. Und die sind so übel. Lafayette, heil mich. Ah, really? Muss ich jetzt echt noch einen Trank verwenden oder schafft ihr das alleine? Ich nutze lieber einen Trank. So, hier. Also die hauen, wie gesagt, das ist kein riskantes Treffen und dafür hauen die ganz schön rein, die Madamchens hier. So, die sind wir jetzt los. Jetzt haben wir nur noch eine über. So. So, supi. Eleanor hat auch ein Level abbekommen. Was ist das denn für ein Elefant? Okay, gut. Und da unten müsste dann... Das Tor zur Außenwelt sein, sage ich jetzt einfach mal. Hey, Lafayette, can you think of a good name for the kid? You're giving number one a name? Yeah, he says he can't remember his true name, and calling him by a number seems mean, you know? Yeah, I was really happy when Velvet gave me my name. Hey, I've got this. How about Hajime? It means the first, and he's number one, right? In that case, why not just go with Ichiro? No way. That was Shigure's childhood name. Why should that matter to us? It should be softer. How about Ichi? Or maybe something like Numbi? Numbi? Where'd that one come from? It's like number, but more cute. Let's just forget that one. I don't think we should reference his old number at all. How about Bob? Is that just because of his hairstyle? That's really reaching. Actually, I kind of like it. If it's too plain, how about Bobby? Hmm. That isn't bad. Right? Then number one is hereby renamed. Stop it, you two! You don't understand it at all! A boy doesn't want a name that sounds cute! You don't think so? That was quite an outburst. The kid has a point. You need something with more panache. How about Silva? Silva? His hair and pendant are both silver. I like it. It's got a certain mystique about it. Silva. Yeah, it sounds cool. Well, if his old buddy Lafayette approves, then Silva it is. Well done, first mate. Praise from you is wasted on me. Then consider it praise from Silva instead. Right, time to go give him the good news. Hey! The Moloch formerly known as Number One. You've got a new name. I'm glad he got a good name. Maybe we should have put a little more thought into naming you, too. That's all right. You need to steer your own ship. Right, Aizen?
You're the one who taught me that. You know just what to say, don't you? Moloch, formerly known as Number Two. Mogilu, what were you up to while we were lost in the Earth Pulse? I was ringing the bell. The rift was open the whole time. Couldn't you hear me? I don't remember hearing any bells. She was fighting with Lord Melchior! She really gave it her all! Bianfu, don't give him the wrong impression. But you endured so much! It was so moving! Yes, yes, I did endure. It was so hard not to laugh. Did the old man tell you a joke or something? It was a staring contest, and oh, the faces that old man can make. I kept picturing him as a young man, but with that same wrinkled face, and it was so hard not to crack. I needed to keep myself in check. My desire to laugh was only broken by the ringing of the bell. Clang! Crash! What a thrill! Wait, was that the only thing that broke Mogilu? Are you asking if he broke my heart? Like I'm fishing for sympathy? That's not what I meant at all! You stood watch over the Earth Pulse Rift for us. I didn't say that. Stop trying to give me a participation medal. Just take it. After all, you don't care either way, right? True that. Die alte Mogilu. Ja, sie hat uns im Endeffekt ein Stück weit gerettet. Sie hat wirklich viel über sich ergehen lassen. Aber ich frage mich, in welcher genauen Beziehung Melchior und, oh, das sieht toll aus. Melchior und Mogilu zueinander stehen. Weil irgendwie klang das so, als ob die sich schon länger kennen würden. So. Okay, und da hinten scheint es dann rauszugehen. Ich würde sagen, bis dahin gehen wir auf jeden Fall heute noch. Was ist denn das da oben? Ich speichere mal lieber ab. Man weiß ja nie. A dragon. Nee. It looks like it's been captured. Just like the Therians. But why would they hold a dragon captive? An art connects this place to the Earth Pulse. That's probably why we were taken here. Earth Pulse. So it's got something to do with Enominat? That would be the obvious conclusion. I don't get it. Explain. Small words. Very well. You're part of all this, too. Velvet. I'm fine now. I promise. All right. I see. You found out Enominat's true identity. So, now that you know, can you still fight him? It's only given me more reason to kill him. And the Shepherd. You're one ice-cold girl. There's still one thing bothering me. Enominat needs to eat malevolence to awaken. Once he does, he'll use his power to suppress negative emotions. But when humans can't create any more malevolence, what will happen to Enominat? He'll run out of things to eat. And maybe die? Wouldn't he just go back to sleep? But if he does, then his power will fade and humanity will start creating malevolence again, right? In order for Enominat to eternally suppress negative emotions... He needs an infinite, powerful source of malevolence to feed off of. For example, that produced by an immortal dragon. Which would make this place a sort of dragon farm, created so he could control humanity forever. You can't be serious! Just speculation, but it all makes sense. They can't think of Malakim as anything but tools. Just how much will they sacrifice for their ideal world of tranquility? Das ist richtig böse. We don't dare free it. It'd be too dangerous. I know. Damn the Abbey and their twisted morality. Oh nein. What was it that I believed in all that time? The image I'd built of the Abbey is crumbling from the bottom up. Please cheer up, Madame Eleanor. You'll make me depressed too. Is this about the dragon farm? Yes. I strongly doubt even the Abbey has the power to manipulate dragons so freely. Then that dragon... Wasn't a dragon before it came here? That's the natural assumption. They probably brought the Moloch here as a captive, then turned him into a dragon. Just like Melchior did, eh? Is there no line they won't cross? I don't know what to say.
It's not your fault, Madame Eleanor! But spawning dragons in addition to Therians... You think they'll figure out a way to make humans, too? Yes. Wait, that's awful! I can't believe you went there! Ach, der Arme. Die Abtei macht wirklich vor gar nichts halt. Es ist halt immer... Ja, an sich, wie gesagt, das Ziel, was sie verfolgen, ist ja an sich kein schlechtes. Aber mit welchen Mitteln? Das geht einfach nicht. Traubenschili, sehr gut. Das geht einfach nicht. Das ist das, was ich so kritisch sehe an der Abtei. Okay, da hinten ist noch eine Truhe. Die möchte ich gerne noch mitnehmen. Hovern können wir hier leider nicht. Oh Gott, so viele... Nein, 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 nicht die schon wieder. Nicht die schon... Oh, scheiße. Da bin ich aber sehr gut gerade in den Kampf reingekommen. Bin ich extrem gut reingekommen in den Kampf. Naja, ein bisschen Glück muss man ja auch haben, ne? So, den sind wir jetzt auch gleich los. Und weg. Jetzt nutzen wir hier wieder... Au. Das hat nämlich ernsthaft gerade zweimal betäubt. Wie viel Pech kann man haben? Okay, ich hätte es auch abwehren können, aber trotzdem... Autsch. So. Nimm dies und das und jenes auch noch. Viele Gegner haben wir hier nicht mehr. Oh, aber es ist schön, nochmal wieder eine etwas entspanntere Folge zu haben, die einen nicht emotional so fertig macht. Das war jetzt die letzten Folgen, war das hier echt hier Psycho-Terror, Horror. Also, klar, es war schön, aber es war halt so emotional ergreifend schön. Und ihr wisst, was ich meine. Deswegen ist es jetzt auf jeden Fall ganz schön, nochmal eine kleine Verschnaufpause zu haben. Oh, und Rokuro und Eisen haben ein Level-Up. So, ja, ich muss definitiv nochmal schauen, dass ich ein bisschen was aufgewertet bekomme an Rüstung. Härtungspulver. Ich habe nie was gekauft, glaube ich. Seelenflasche. Ich habe tatsächlich, glaube ich, kein Geld ausgegeben hier. Wir sind reich. Wir sind reich. 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 So, was haben wir hier noch? Velvet? What is it? I was once your sister's child, right? Then my father is... Look, you were reborn, right? Yeah. Honestly, I really don't know anything about how being reborn works. But to me, what you see, what you hear, and what you feel, that's what's important. Whoever we used to be in another life, I'm me now, and you're you. That's all there is to it. Velvet. That's true. Aizen said that not all Malakim are humans who have been reborn, right? Does that mean they could be reincarnations of birds or fish or beasts? That's not true! So, if a boy was a dog in a past life, that wouldn't make him part of the dog's family now. Yeah. I'm me, I guess. But you're Velvet's cute little pup, aren't ya? Moggy Lou. Be careful. I bite. Oh, have mercy! I take it all back, just don't bite me! Rebirth is like the Earth in Historia. You're simply built on a larger foundation. But that's not special. Everyone's lives are founded on the past. So, I'm just me. Yep. You're you, and no one else. You're Fee. Oh, das hat sie schön gesagt, nachdem sie ja zwischenzeitlich wirklich ihren Bruder in Fee gesehen hat und... Daraufhin entstand es ja, dass sie gesagt hat, okay, ich nenne dich nicht mehr Lafi, ich nenne dich jetzt nur noch Fee. So, bevor wir jetzt da unten wieder durch den nächsten Punkt gehen, hören wir uns jetzt das Gespräch noch an, würde ich mal sagen. Hey, First Mate. Who is that horned demon with the old man? I don't know.
I thought I felt something different about him. If only for just a moment. Did you feel it too? I said, I don't know. I see. You're impossible, you know that? We've come across him before, but we never really fought him. My guess is Melchior is controlling him with some sort of illusion. I see. Then it's probably good you didn't fight. A straight battle against him wouldn't be an easy thing. How do you know that? Intuition. I have a nose for these things. There's something fishy about him. That scar on his face. It couldn't be. What's the matter, Aizen? You've gone pale. Forget it. It's nothing. We need to get out of here. Let's go. Ja, ich bin ja mal gespannt, wie es weitergeht. Für heute möchte ich mich aber erstmal von euch verabschieden. Morgen geht es dann weiter mit der nächsten Folge. Ich bin gespannt, was uns erwartet, wenn wir hier endlich wieder rauskommen, wie es dann weitergeht und wie die Geschichte weiter verläuft. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Macht's gut. Tschüss.